Spieler noch ein bisschen was mitsagen. Bei mir ist es weniger. Ich glaube, dass wir da klare Strukturen haben, auch nicht mehr so viel angesagt wird, sondern eben halt ein, zwei Spielzüge noch mit auf den Weg gegeben werden. Was macht man jetzt einfach? Und hier sind einfach, muss man auch darauf aufmerksam machen. Man muss ein bisschen mehr Übergänge spielen, richtig irgendwann mal zum zweiten Kreisläufer auflösen, eben halt mit einem Einläufer von den Halbpositionen oder von den Außenpositionen. Abwehr muss aktiver werden, muss mehr miteinander reden, laufbereiter, beinbereiter sein und eben halt jetzt hier Berliner TSC noch was entgegenstellen zu wollen. Okay, liegen zwei Tore in Führung der Berliner TSC, ist noch alles offen. Ja, wir haben eine erste Reaktion gesehen beim Mecklenburger SV, das war jetzt ein schönes Kreisanspiel und der dritte Heber jetzt inzwischen vom Feld. Torwartwechsel auf Seiten vom Mecklenburger SV, Antje Funke jetzt im Tor. Ja, der Berliner TSC hat ja viele Würfe ausgelassen, aber die sind eben halt vorbeigegangen, sodass die Torhüterin wenig Kontakt mit dem Ball hatte, außer bei den Abwürfen. Wenig gehalten hat. Hier sieht man jetzt auch wieder Kreuzung, da muss eigentlich die Halbspielerin mit zuarbeiten und dann eben in der Gegenbewegung kommen. Ja, das ist das, was ich eigentlich meinte. Das Kreisanspiel, gut überlegt, gut gemacht, aber da war die Kreisspielerin nicht vorbereitet. Und dann das Tor für den Mecklenburger SV. Und der Pfostentreffer für den Berliner TSC. Gut gespielt vom Berliner TSC, man hat das rausstürzen, man hat sich darauf eingestellt. Kaminski ist jetzt das wiederholte Mal rausgetreten, hat eben halt abgestanden, war im Kreis, ist rausgetreten. Man hat durchgespielt und das, was ich eben halt sagte, kommt man mit Druck, hat dann spätestens der Außenspieler den freien Wurf. Das war jetzt hier so. Ich denke, dass sie eben halt auch dabei bleiben werden und der nächste Ball dann auch drin sein wird. Ja, dann schauen wir uns das an. Doppelpass, jetzt haben sie da vier Leute am Kreis. Auch ein ungewöhnliches Szenario. Es wirkt jetzt auch ein bisschen ideenlos. Wichtig ist das, was man eigentlich eben gemacht hat, beibehält, weil das war ja erfolgreich. Zeitspiel wird jetzt angezeigt. Pinsaloy jetzt über aus, jetzt muss sie natürlich werfen. Lena Hensel. Aber war natürlich auch ein schlechter Winkel. Schlecht vorbereitet. Trainer wollte eigentlich Auszeit holen, aber wie gesagt, wenn das passive Vorwarnzeichen kommt, dann muss man schnellstmöglich versuchen, Druck aufs Tor zu arbeiten. Man muss sich gleich abschließen, aber eben halt hier hat sich die Möglichkeit ergeben. Jetzt arbeitet man nicht konsequent raus auf die Halbposition und dadurch hat man dann wenig Möglichkeiten. 2-Minuten-Strafe finde ich ein bisschen überzogen. Ja, Theresa Loll muss da jetzt für 2 Minuten runter. Und es gibt 7 Meter für Mecklenburger SV. Jana Dirschauer tritt wieder an. Ja, jetzt weiter Treffer in diesem Spiel. Beide per 7 Meter zum Ausgleich. 10-10. Hat zwar gedauert, bis der Ausgleich kommt, aber er ist da. Und das mit einer späten Auszeit von Dorf Mecklenburg. Ja, du hast... Da spricht der wahre Handballexperte. Er hat es angekündigt. Vorher Schritte gewesen, deswegen abgepfiffen, auch wenn das Tor gefallen ist. Ja, es ist einfach Spielfeldbreite halten, auch hier immer wieder auf die Lücke stoßen. Um eben halt auch ein bisschen Zeit runterzunehmen von der Zeitstrafe. Wenn die Schiedsrichter ein bisschen gnädig sind, zeigen sie es nicht sofort an, passives Spiel. Aber man muss natürlich auch eine Aktion jetzt klar zum Tor erkennbar sein. Da ist sie. In Unterzahl gar nicht so schlecht gespielt in der kleinen Gruppe von Mitte bis rechts außen. Gut gespielt, trotz der Unterzahl ein Überzahlverhältnis auf der Position verschafft. Jetzt kommt die Auszeit vom Berliner Trainer. Ja, war auch überfällig, weil der Schiedsrichter hat schon immer die Hand gehoben und dann wieder abgebrochen, um das passive Spiel anzuzeigen. Und jetzt denke ich, ist es ganz gut, um seine Mannschaft zu beruhigen, nochmal auf den Ende dieser Unterzahl einzustellen und sie dann wieder für die letzten 3,5 Minuten, etwas mehr als 3,5 Minuten einzustellen, bis es dann zur Halbzeit geht. Ja, wichtig ist, dass jetzt ein klares Konzept nach der Auszeit kommt, dass eben halt passives Spiel wird nicht lange auf sich warten lassen. Ist ja nicht, dass durch die Auszeit das passive Spiel aufgehoben wird oder ein neuer Angriff. Es ist ja immer noch der gleiche Angriff. Das heißt jetzt, man sollte einfach mal eine Kreuzung spielen,
dass der Mittelmann den Halbrechten holt, Parallelpass vielleicht auf den Halblinken und dann ihn zum Abschluss kommt oder eben halt so eine Lücke hat, dass irgendeiner noch auf zum Kreis aufgelöst hat. Wir werden sehen, was sie sich einfallen lassen haben. Ja, es wird auf jeden Fall was geben sein, da die Möglichkeit hat der Trainer dann in der Auszeit das anzugeben, was er da von seinen Mädchen sehen möchte. Aber es war natürlich noch kein passives Spiel angezeigt. Also geht es natürlich auch ohne weiter. Na, da ist das passive Spiel, ja. Und das war ein Spitzerwinkel, aus dem Lena Hensel nur schlecht treffen konnte. Die denkbar schlechteste Ausgangssituation im Unterzahlspiel, über den Außen abschließen, der steht relativ weit zu. Einfacher wäre es gewesen, wenn man versucht, mehr Druck auf den Rückraum aufzubauen. Das ist momentan zu wenig, das waren Einzelaktionen, die der Berliner TSC da hatte mit den Toren. Man hat gesehen, wie einfach es sein kann, aber sie müssen es eben halt konsequent weiterspielen und das verfolgen sie eben halt nicht. Ja, Walter vom Pech verfolgt, Annika Kaminski. Ja, da hat sie sich schön gelöst von Anja Ehrenberg, die rausgetreten ist und dann hatte sie natürlich den Platz und das war zu leicht. Zu früh abgeschlossen. Auch hier, man ist eine Unterzahlsituation, ich bleibe dabei, man muss ihm das einfach konsequenter spielen. Dauert 5 bis 10 Sekunden, bis man auffüllt, dann sollte man den Angriff vorne ruhig überlegt spielen, dann das Tempo aufnehmen und dann eben halt die einfache Chance suchen. So wird einfach, möchte einfach jeder momentan das Spiel entscheiden und das ist einfach in der Phase des Spiels einfach zu wenig, um vorne Angriff zu spielen. Abwehr bleibt, ich meine, nach fast 28 Minuten 10 Gegentore für beide Mannschaften, das ist nicht wirklich viel. Mit der Abwehrleistung kann man teilweise zufrieden sein. Der Berliner Trainer vielleicht ein Stück weit mehr, weil die Abwehr einiges mitgenommen hat, die Torhüterin was mitgenommen hat, auf der Mecklenburger Seite weniger, weil dort eben halt viele Bälle vorbeigegangen sind, weil aber Berlin eben halt nicht konsequent spielt. Ja, dann nehmen wir es auf, Berlin natürlich inzwischen wieder voll, aber dann holen sie sich den Ball, weil sie Glück haben und die Mecklenburger sich selber anspielen. Und das Tor jetzt von Kaminski und die 2-Minuten-Strafe gegen Julia Lemke. Ja, muss sie die Hände weglassen. Erzielt so oder so das Tor, beziehungsweise nimmt dadurch die Chance der Torhüterin noch darauf zu reagieren. Ist kein Bärendienst, die der Mannschaft erwiesen wird. Jetzt wieder Unterzahlsituation, die zweite. Und man geht eben halt auch mit dieser Unterzahl in die zweite Hälfte rein. Jetzt ist wichtig, dass man auch irgendwann mal wieder das Tor trifft vorne. Anja Ehrenberg mit dem Treffer für den Berliner TSC. Also das hat mit Abwehr momentan wirklich nicht viel zu tun. Wie kann es denn sein, dass eine Überzahlsituation, und man sieht es auch, die Lustlosigkeit quasi ja schon von Frau Kaminski, die relativ lange braucht, um in den Angriff zu kommen. Aber so passiv zu stehen in einer Überzahlsituation, das geht eigentlich gar nicht. Und auf der anderen Seite wird es besser gemacht. In einer Unterzahlsituation wird der Außen so zugestellt, dass der Winkel relativ schlecht ist zum Abschluss. Wenn man jetzt auch sieht, gut, jetzt gerade hat die Kreisläuferin sich wieder umgestellt, aber die Lücke zwischen Deckungsspieler 3, zwischen 4 und 5 ist relativ groß. Wieder eine gute Möglichkeit gewesen, hier auch aus der Bewegung. Da sieht man, wenn man aus der Bewegung kommt, aus einer Kreuzung kommt, mit Druck auf die Abwehr, dass man relativ leichte Chancen hat, ein Tor zu erzielen. Abwehr findet momentan bei Dorf Mecklenburg einfach gar nicht statt. Ja, Katrin Feld hat da was abbekommen. Wir hoffen, dass da gleich weitergeht. Er zeigt an, hätte einen Ellenbogen abbekommen. Schiedsrichter schüttelt den Kopf. Ja, selbst wenn es so wäre, ich glaube, sie ist auch kein Kind von Traurigkeit. Da müssen wir mal ihre Gegenspielerin fragen, was sie dazu sagen. Es ist Handball, passiert manchmal, sieht unglücklich aus. Klar, Gesicht ist immer ein bisschen blöd, aber mein Gott, so ist Handball. Und jetzt sieht man hier, selbst in einer Unterzahlsituation, und das muss man sagen, das ist gut erkannt, in einer Unterzahlsituation einfach mal rauszutreten. Man gibt hinten sicherlich die Lücke dafür frei, aber gar keine schlechte Idee. Ja, Steffi Böhnke mit dem 12:11 und jetzt Annika Kaminski mit ihrem vierten Treffer zum 13:11 und das ist natürlich unglücklich kurz vor der Pause. Ja, das spiegelt nicht den Spielverlauf der Halbzeit wieder. Jetzt ist es so, man muss zum Abschluss kommen. Aber man sieht, Dorf Mecklenburg ist platt.
die sind platt. Wenn man sich jetzt das anguckt, die haben 30 Minuten Handball gespielt und sind wirklich am Ende mit ihrer Kraft. Da ist keine Bewegung nach vorne. Waren da 5 Sekunden zu spielen. Das ist ausreichend Zeit für einen Angriff. Also das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ja gut, das gucken wir uns dann gleich an in der zweiten Halbzeit. Dem Mecklenburger SV gegen Berliner TSC 2, 13-11. So, der Spielberichtsbogen ist wieder am Kampfgericht angekommen und damit sind wir bereit für die zweite Hälfte im Mecklenburger SV gegen den Berliner TSC. Spielstand 13-11. Und warten wir noch auf den Anpfiff. Auf die beiden Schiedsrichter. Und damit geht's los. Ja, dann Steffen, jetzt wollen wir mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Was du vor der Halbzeit gesagt hast und sich Mecklenburg jetzt noch schwerer tun wird. Also wenn die gerade nicht den Jungbrunnen in der Kabine hatte, dann glaube ich schon, dass es physisch auf jeden Fall ein sehr hartes Spiel für die werden wird. Reiben sich sehr an der Abwehr auf, weil hier die Abwehr ist präsent, wie man hier auch sieht, rechtliches Rausarbeiten, Reinarbeiten, gefällt mir gut. Ja, Bönke scheitert da an einem eigentlich nicht wirklich gestellten Block, sondern nur an einer gehobenen Hand. Aber es hat ja trotzdem wehgetan. Ja, das ist jetzt wichtig, dass Berlin jetzt ein bisschen Glück mit bei hat. Jetzt versucht Berlin mit 2 Kreis zu spielen. Oh. Ja, größer kann die Lücke auch nicht werden. Also ich habe mich eben gerade gefragt, wo sie denn hin will. Aber gut, sie hat das Tor noch gesehen. Tor durch Julia Lemke. Ja, 13-12, der dritte Treffer von Julia Lemke. Und da spielen wir jetzt mit 2 Kreisläufern auf derselben Fleck. Ich meine, auch wenn Katrin Felder jetzt die große Chance hatte, die sie nicht nutzt, weil sie den Ball fallen lässt. Aber man stand eben mit 2 Kreisläufern auf einem Fleck. Das ist ja auch nicht im Sinne der Erfindung. Naja, aber eins ist Fakt. Wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Also da war schon mal kein Abwehrspieler mehr von Berliner TSC. Klar, muss verschenkt. Der zweite Spieler ist verschenkt. Jetzt ist es wieder so, dass man hier überhastet eine Chance sucht, die nicht da ist, anstatt konsequent irgendwie was zu spielen. Anna Dreves, jetzt mit dem 7 Meter, den sie rausholt. Also wenn Berlin es nicht schnell kapiert, vorne ruhig mit Disziplin zu spielen, hinten sind sie einfach besser. Aber wenn sie hier was reißen wollen, müssen sie vorne auch Tore werfen. Das können sie nur, wenn sie diszipliniert arbeiten. Und da sind sie momentan Zeit.